Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir haben die Drow hier im Goblin-Lager besiegt in einem richtig harten Kampf. Gilbo und Gale waren schon sterbend am Boden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit hier diese Larve zu absorbieren quasi. Wir haben ja diesen Traum gehabt. Und da ist uns ja eine... Ja, es war eine Halblingsfrau oder eine Gnomfrau. Und die hat ja gemeint, wir sollen hier unser Potenzial ausschöpfen. Komm, wir probieren's. Der Larve deinen Geist öffnen. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Your power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Parasiten verzehren. Du kannst jetzt Gedankenschinder-Parasiten aus deinem Inventar verzehren, um neue Illitidenkräfte freizuschalten. Suche nach Parasitenquellen in der Welt, beispielsweise infizierte Leichen. Okay. So. Wir schauen mal rein, was wir jetzt hier Neues bekommen haben. Akzeptiere dein Potenzial. Das war die Geschichte mit den Parasiten. Wir haben die Erinnerungen des Parasiten absorbiert. Er hat unseren Geist genährt und unsere Kräfte wachsen lassen. Finde mehr über das Artefakt heraus. Die Drow-Kommandantin Mintara hat von dem Artefakt gesprochen, das wir bei uns haben. Sie sucht im Namen der Absoluten danach und glaubt, dass es sich im Smaragdhain befindet. Nein, wir haben es ja selbst bei uns, aber sie ist ja jetzt auch tot. Rettet die Flüchtlinge. Wir haben Halsin gefunden, er möchte die Anführerin der Goblins. Okay, es fehlt jetzt nur noch der Anführer der Goblins. Und der ist im Nebenraum hier, ne? Den haben wir hier drüben gesehen. Da ist er. Mit 1, 2, 3, 4, 5. Boah, mit 5 weiteren Goblins. Das... weiß ich nicht, ob wir uns hier wirklich einem direkten Kampf stellen sollen. Hallo. Die Schatzkammer. Wow. Es glitzert. Ich will es haben. Wir gucken uns die hier mal an, aber ich glaube, die sind halt in Summe schon zu stark, ne? 12, 14, na gut, denen ihre HP sind überschaubar, aber es sind halt, es macht die Menge. 13 und er hat, 75, hoho. Ja. Kann man hier eventuell mit einer Donnerwoge gleich mal 2 oder 3 hier in den Abgrund runterwerfen? Könnte eventuell funktionieren. Auf jeden Fall ist das unser letztes Ziel hier innerhalb dieser Goblin-Höhle, oder? Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist eine lange Rast. Jetzt kommen wir hier nicht mehr drum rum. Also, einmal Lager aufschlagen. So, und dann werden wir als allererstes hier mal gucken, ob es neue Gesprächsoptionen gibt. Kinger. No good will come of devouring a gate worm, no matter what you might think. Na okay, sie fand es nicht gut, dass wir die Larve gefuttert haben. Mark my words. This power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie recht hat, aber wir werden mal versuchen, sie zu überzeugen. Wobei das bei ihr, naja, es wird wohl nicht klappen. Oh, es klappt. Ilbo ist halt also schon extrem charismatisch. Perhaps you. No, that's absurd. When the tadpole has stretched to every pore and slithered through every vein, what am I to do then? It won't hear my screams. It won't care if I beg. I will be remade in its image. My faith in Vlakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. Okay, also wir haben, der Wurf war erfolgreich, aber wir haben sie letztendlich jetzt doch nicht überzeugt. Okay, jetzt die Frage, wie wir weitermachen, in welche Richtung wir überzeugen. Der Kult ist gefährlich, wir brauchen jede Hilfe. Na, vielleicht können wir sie damit bekommen. Tod nutzt ihr eurer Königin nichts. Ihr braucht diese neuen Fähigkeiten. 12. Ja, das ist jetzt machbar. Bitte. Jawohl. You might be right. The Githyanki have long studied Geich and used what we've learned. The Zathisk itself was devised from such knowledge. The tadpole is perhaps not just a curse, but a weapon I can twist and mold to my advantage. Very well. I will swallow my disgust and avail myself of the parasite's powers. Ha. Tja, wir haben sie zumindest mal in diese Richtung überzeugt. Nicht schlecht, was Gilbo alles so drauf hat. Wo ist der Rest der Gruppe? Ja, sind die nicht alle da? Lange Rast. Ach so, jetzt sind sie erst im Lager. Jetzt können wir mit den anderen noch reden und dann, wenn wir auf die Schlafsäcke gehen, wird es ausgeführt. Okay, wir gucken mal, was Gale so zu erzählen hat. Don't leave me in suspense. How are you feeling? No errant tentacles? No sudden cravings for a more cerebral diet? Ja, komm, jetzt würde ich sagen, jetzt ziehen wir es durch. Also Gilbo hat Gefallen dran gefunden an dieser Kraft, an dieser Macht, die wir bekommen, und er versucht natürlich, seine Gruppe in diese Richtung zu ziehen. Es geht mir großartig. Es könnte sehr vorteilhaft für uns sein, die Larven zu verzehren. Wonderful. Advantages are a more precious commodity than I'd have hoped, given the nature of our predicament. I commend you on your willingness to take such a risk. Now, let's hope your new illithid fuel prowess tipped the balance suitably in our favor. Was there another matter you wish to discuss? Ja gut, dass er dafür empfänglich ist, hätte ich mir denken können. Ich habe ein magisches... Achso, nee. Momentan ist er noch nicht... Er braucht noch nichts Neues, von daher passt das. Dann haben wir Will. Gone gods. Watching you consume that tadpole was more disgusting than the tadpole itself. Though, I suppose that's not what you wanted to talk about. Du könntest dich mal wieder waschen. Du bist ja blutüberströmt. Was ist denn hier los? Was haltet ihr von dem Illithiden-Potenzial, von dem der Traumbesuch sprach? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious, but once you take an illithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Ja, wir werden auch ihn versuchen zu überzeugen. Moment, wie können wir ihn anpacken? Wir brauchen mehr Hilfe. Seht mich doch an, wie mächtig ich werde.
Wir müssen unzählige Gefahren meistern, Will. Sollten wir nicht jeden Vorteil nutzen, der sich uns bietet. Ja, hier persönliche Ansprache. 18. Ui. Okay, das ging in die Hose. Haben wir noch einen Versuch? Wir haben dreimal Inspiration. Aber 18 ist halt auch... Boah. Ich würde sagen, einmal probieren wir es noch. Fünfer, also ich muss eine 13 würfeln. Shit. Nein. Dann kriegen wir Will erstmal nicht auf unsere Seite. Truly I do. But these parasites are quite literally illithid weapons of war. And I'm not so certain they won't be turned against us upon consuming them. Naja, okay. Wie sieht's mit Schattenherz aus? Wie steht sie dazu? It was bad enough having just one of those tadpoles forced upon us. I can scarcely believe you actually inflicted another on yourself. Komm. Jetzt mecker nicht so. Was haltet ihr von diesen elitiden Kräften, die sich bei uns entwickeln? On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. I never expected Seramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Komm, wir probieren auch sie zu überzeugen. Jetzt haben wir es bei allen versucht. Ja. Sehr gut. Well, perhaps you have a point. Fine. Let's explore these powers then. I just hope we don't come to regret it. Okay, das heißt, bis auf Will haben wir sie jetzt alle auf unsere Seite gezogen. Was? Können wir hier shakern oder was mit ihr? Ich will euch besser kennenlernen, Schattenherz. You already know my biggest secret. What more can you ask? Erzählt mir etwas über euch, nicht über Schar und Larven. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Ja, sowas in der Art. genau solche Sachen meinte ich. Könnt ihr mir sonst noch was erzählen? No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. And I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Oi, eure Erinnerungen sind unterdrückt. Das klingt extrem. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Okay. Nun denn, wir haben wieder zu viel Gewicht. Ach so, weil wir die ganzen Sachen... Warte mal. Leichte Rüstung. Spinnenseidenrüstung. Wenn du einen Verbündeten mit badischer Inspiration inspirierst, erhältst du Trefferpunkte. Das ist eine Rüstungsklasse höher. Vorteil bei... Rettungswurf bei Konstitutionsrettungswürfen und plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Gepolsterte Rüstung. Hm.
Was haben wir denn noch außer die hier? Wir haben... Was? Xyanides Feuer. Du kannst einmal pro kurzer Rast ein Ziel zwei Züge lang in Feenfeuer hüllen, wenn dein Angriff gegen es scheitert. 1-6 Schaden. Können wir hier, warte mal, mal ins Gruppeninventar gehen. So, jetzt zeig mal, vielleicht ist die Rüstung was für Will. Wir erleiden ein weniger Wuchtschaden, aber mit dem Ding bekommt er eben, oh, die ist 1150 Gold wert. Gale? Ja? Lass uns das anziehen, dann können wir die hier zu Waren hinzufügen. So, Stiefel des Schreitens. Fokussierter Schritt. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, erhältst du einen Zug lang Wucht. Während du dich konzentrierst, kannst du nicht umgestoßen werden, sodass du liegend bist und nicht gegen deinen Willen bewegt werden. Stiefel des Schreitens. Wäre dann auch was für Gale, ne? Wenn er Zauber wirkt. Ach, nee, ungeübte Rüstung. Warum? Ah, mit mittlerer Rüstung ungeübt. Auch ungeübt mit mittlerer Rüstung, aber sie, sie könnte es. Sie hat aber, da haben wir schon was. Flinke Funken. Tja gut, dann eben nicht. Dann heben wir die mal auf. Vielleicht ist das dann was, was er verzehren kann, wenn wir keinen Bedarf... So viel Gold ist das Ding nämlich auch gar nicht wert. Nur 90. Was haben wir noch bekommen? Das ist die Waffe von ihr. Wäre die was... für Gale? Nee, da haben wir den Stab. Der ist mit Sicherheit besser. Das zählt als Streitkolben. Haben wir doch hier bei Schattenherzen Streitkolben, oder? 2-9, aber hier hätten wir 3-8. Drei bis acht. Ja, das mit dem Feenfeuer ist natürlich nicht schlecht, ne? Klar, hier haben wir die Beharrlichkeit, also dass sie immer mindestens einen Schaden macht, auch wenn sie vorbeischlägt. Aber die Sache mit dem Feuer finde ich gut. Allerdings 330 ist auch ordentlich, ein ordentlicher Wert. Na gut, wir rüsten es mal aus. Wir rüsten es mal aus. Haben wir sonst noch was? Amulett des Nebelschritts. Können wir auf jeden Fall mal anlegen. Kostet nämlich nichts. Talisman der Absoluten. Wenn der Träger das Mal der Absoluten trägt. Na gut, haben wir nicht. Was ist das? Spinnenlyra. Spiel die Lyra der Spinne. Okay, wo haben wir denn das herbekommen? Das ist aber auch ein Quest-Gegenstand. Zu Waren hinzufügen. Sind die hier drin, die ganzen Waffen? Ja. Einmal, zweimal, dreimal.
Ritualstab auch da rein. Reitkolben. Aber hier noch Kette des Bestienmeisters, Tierfreundschaft. Können wir ihn mal anziehen, er hat nämlich noch nichts von der Sorte. Gut, dann sind wir vom Gewicht her soweit wieder gut. Da ist Essen drin, aber die können wir doch, das können wir doch eigentlich direkt ans Lager schicken, genau. Und hier haben wir einen leeren Alchemiebeutel. Den brauchen wir ja eigentlich auch nicht. Wir haben ja einen, also zu Waren hinzufügen. Okay. Gut, dann wird jetzt gerastet. Immerhin, 3 von 4 konnten wir überzeugen, dass das der richtige Weg war hier mit den Elitidenkräften. Mal gucken, ob in der Nacht auch wieder irgendwas passiert. Wir machen eine lange Rast. Ja, warum hat er... Halt mal. Wieso hat er bei Auto direkt mehr als 40 ausgewählt? Einmal 40. Das war's. Lange Rast. Ich hab's befürchtet. Wir träumen schon wieder. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Ja, aber wir haben sie doch genutzt. Sagt mir, wer ihr seid. It's complicated. But I'm an adventurer. Just like you. Just like you. I was infected with a mind flayer parasite. Just like you. I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Oha. Wovon denn? The Absolute's aims are not yet clear to me, but its progress towards domination is clear. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels. For control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Oha. Were it not for my protection, so would you. Okay, und warum? Wo hat sie denn ihr? Wo bezieht sie ihre Kraft her? Wie beschützt ihr mich? I have powers of my own. Unique powers. But know that we are alike. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded.
Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Sagt mir, wo ich euch finden kann. No. It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Okay. Also, der nächste, also jetzt wird's natürlich klar, dass wir zu dieser Mondfestung sollen. Okay, wir sind wieder vollständig geheilt. Ich denke. Elitidenkräfte. Uiuiui, oh Gott. Was ist denn das? Wir können hier wähle den Bereich deines Verstandes aus, der sich weiterentwickeln soll. Ah, weil wir zwei Larven haben. Ja, krass. Gesundheit übertragen. Opfere die Hälfte deiner verbleibenden Trefferpunkte, um ein Ziel um dieselbe Menge zu heilen. Psionische Überladung. Deine Angriffe bewirken 1-4 psychischer Schaden zusätzlich. Du erleidest aber pro Zug ebenfalls. Na, das ist eine günstige Ausgangslage. Auf den ersten Angriffswurf oder Attributswurf, den du gegen ein beliebiges Ziel ausführst, erhältst du einen Bonus in Höhe deines Übungsbonuses. Energietunnel. Stürme vorwärts und stoße alle Objekte und Kreaturen auf deinem Weg 4 Meter von dir weg. Aha. Konzentrierte Explosion. 6-36 Schaden. Wow. Wow. Du musst dich zum Wirken auf einen anderen Zauber konzentrieren. Wenn sich das Ziel konzentriert hat, gewinnst du Trefferpunkte in Höhe des Schadens zurück, den das Ziel erlitten hat. Was? Der Zauber, auf den du dich konzentriert hast, endet. Wenn sich das Ziel konzentriert hat, gewinnst du Trefferpunkte in Höhen. Okay, und 6-36 Schaden ist ordentlich. Also 3. Insgesamt 6d6 im Idealfall. Das ist heftig. Boah, rein da mit der Larve. Das heißt, das haben wir erlernt. Das haben wir eh schon. Und wir haben ja noch eine Larve. Psionischer Rückschlag. Wenn ein Gegner im Abstand von bis zu 9 Metern einen Zauber wirkt, kannst du deine Reaktion nutzen, um psychischen Schaden in Höhe von 1W4 plus Grad des Zaubers zu wirken. Ausmerzen der Schwachen. Wenn du die Trefferpunkte einer Kreatur auf eine niedrigere Anzahl als die deiner entwickelten Elitidenmächte verringerst, stirbt die Kreatur. Naja gut, wir hätten dann 3 Elitidentreffer. Tja, aber warum nicht? Warum nicht? Und vor allen Dingen Kreaturen in der Nähe erleiden auch nochmal Schaden. Das machen wir. Wir haben jetzt dann, also wenn wir einen Gegner auf 1 oder 2 Trefferpunkte bringen, dann stirbt er, wenn ich das richtig verstanden habe. Interessant, interessant. Okay. Ich gucke nochmal ganz schnell, ob, nachdem wir jetzt wieder von ihr geträumt haben, ob wir weitere Optionen haben. She told me our purpose was to take on this cult of the absolute.
to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. Ja, also auch er hat wieder denselben Traum gehabt. The result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. Ja, also ihn haben wir ja eh schon auf unserer Seite. Die absolute befleckt dieses Land. Wir müssen ihr den Gar ausmachen und dazu alle Mittel nutzen, die uns zu Gebote stehen. As existential evils go, the Absolute certainly seems an adversary worth holding in its tracks. Any opportunities for us to indulge our tadpole's capabilities are hardly on the same scale. Trifles, when one considers the bigger picture. Okay. Dann checken wir natürlich auch mal kurz noch die anderen, wenn hier neue Gespräche sind. Also Will ist der Einzige, der noch nicht überzeugt ist. Another dream last night. The visitor came to me and ordered me to penetrate the heart of the very cult that's spreading the infection. It gave me a tadpole gift too, just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. At first, I thought we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Aha, schwenkt er jetzt doch um? Wir brauchen die Kräfte, um den Kund zu infiltrieren. Das ist der Plan, der aufgeht. Very well. If it's mind games these parasites wish to play, and we'll win. Okay, was haltet ihr von dem Elitidenpotenzial, von dem der Traumbesuch sprach? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious. Okay, das kennen wir schon. Haben wir jetzt nochmal die Chance, ihn zu überzeugen? Das ist derselbe Dialog wie beim letzten Mal. Ja, wir können es nochmal probieren. Wisst ihr was? Versuchen wir jetzt. Vielleicht wird es jetzt besser, nachdem er nochmal davon geträumt hat. Ihr habt gesehen, wie gefährlich die Kultisten der Absoluten sind. Wir brauchen mehr Hilfe. 18. Naja, komm, ein Versuch. Kläglich gescheitert. I appreciate where you're coming from. Truly I do. But these parasites are quite literally in the weapon. Na gut, okay. Will ist hartnäckig. First in my heart. I had another dream. Which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute. Wants us to embrace the tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Tja, das werden wir nur erfahren, wenn wir es ausprobieren. Gut, ansonsten haben wir nichts mit ihr. Dann haben wir noch einen oder ein Gespräch. Und das werden wir noch mit Lassel führen. Die hat mit Sicherheit ja auch davon geträumt. Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the Absolute Cultist's lair. And offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power. Expresses its admiration. Its adoration. Avert your eyes whenever it appears. And do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Okay, da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, wo die Dialoge nicht mehr so ganz passen. Denn eigentlich hatten wir sie ja überzeugt schon und jetzt spricht sie aber wieder dagegen. Wir können diese Fähigkeit nutzen, um die Kultisten zu manipulieren. Wir wären dumm, sie zurückzuweisen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. The ones we fight with these cultists will be no different.
And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. Na gut. Okay, ich muss oft an diese Träume denken. Meint ihr, die seltsame Gestalt kehrt zurück? It is a certainty. I had assumed our parasite served a Geich Elder. But I believe they serve a greater master still. Oh, was haben wir denn hier? Ein höherer Meister? Wer oder was soll das sein? A question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Okay. Weggehen. Gut, Leute, das war's für heute. Wir werden in der morgigen Folge uns dem Goblin-Anführer widmen. Das ist der letzte Kopf der Hydra sozusagen, den wir hier abschlagen sollen. Und dann werden wir zurück in den Druidenhain reisen, um Halsin zu berichten, dass wir erfolgreich waren. Hoffentlich. Also, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.